So ein Mist, diese Situation hier. Und ich glaube auch, es ist nicht machbar, sie anders jetzt zu besiegen. Spartaner, das ist dein Ende! Obwohl, vielleicht kann ich über ihre Attacken hinwegspringen und dann immer... Das müsste eigentlich gehen, wenn ich diese Kreisattacke spamme aus der Luft. Weil ich würde gerne halt mit ihr hochspringen. Ist halt der Mist, dass ich jetzt mit so wenig Energie starte. Ich wollte mich erstmal an das Attacken, an die Attacken gewöhnen und dann werde ich gleich so da reingeworfen. Naja. Guck, da kann ich auch nicht ausweichen. Und irgendwie macht es überhaupt keinen Damage. Wieso erwischt mich das denn? Wieso? Ich kann die überhaupt nicht attackieren. Drei Angriffe und dann muss ich ausweichen sofort. Ich werde eh gleich sterben wieder. Guck! Ich kann nicht ausweichen! Und ich starte da mit dem Checkpoint und da sind die Truhen alle offen, ey. Was ist denn das für ein Mist? Wieso? Jetzt gehe ich gucken, ob hier irgendwelche Truhen oder so noch... Wieso? Ich verstehe es nicht, wieso die Truhen da geöffnet sind. Hätte ich das gewusst, hätte ich hier normal abgespeichert und dann da immer geladen. Jetzt versuchen wir es noch einmal so, ansonsten muss ich mir was einfallen lassen, weil das kann ja nicht angehen, dass ich... jetzt Persephone deswegen nicht besiegen kann. Wegen diesem komischen Bug. Spartaner, das ist dein Ende! Dieser komische Bug, der verhindert, dass ich es hier gescheit spielen kann. Und immer an dieser blöden Stelle so rausgesetzt werde. Ich hatte zwar gelesen irgendwo mal auch, Tartarus Rage würde hier helfen. Das ist doch diese... Warte. Diese Chaos-Zyklon, genau. Aber... Das bringt's mal überhaupt nicht. Achso, nee, das ist Tartarus Rage. Wie soll denn das bitte wirksam... Ach so. Ah, aus der Luft! Das drängt sie zurück? Wie krass! Das ist zwar ein Spamfest, aber wenn's hilft... Ah. Wie geil! Die Attacke geht wirklich! Mit ein bisschen Glück... Aber das ist schon ein bisschen lame-ass als Final Boss. Wenn du so eine Attacke einbaust, dass du damit den Boss eigentlich sehr spammen sollst. Hey, da komme ich vielleicht sogar auf meine... Oh. Eben hab ich verhunzt. Ich muss Doppelsprung machen. Sonst wäre ich locker auf meine... Ich komme vielleicht... Oh, wo bin ich gelandet? Wo bin ich denn? Gelandet, ey, du Miststück. Ich hab's nur verhunzt. Ich muss nah an Persephone bleiben. Jetzt versuchen wir es doch nochmal so. Ansonsten lade ich echt einen anderen Spielstand. Aber mit ein bisschen Geschick, kann ich eventuell dieses Match schaffen, ohne getroffen zu werden. Und vielleicht komme ich auch sogar auf die 200er Treffer-Kombo. Weil ich habe ja nach 3-4 Angriffen schon über 64 Treffer gehabt. Spartaner, das ist dein Ende! Das hast du schon ein paar Mal gesagt. Leider hat sie es immer bewahrheitet. Wenn man nur diese Cutscene überspringen könnte, das wäre ja besser.
Ich meine, die habe ich jetzt schon so oft gesehen. Aber das muss echt affig aussehen. Stell dir mal vor, ihr sitzt in der S-Bahn und irgendeiner spielt mit der PSP. Und dann ist er da neben euch und kloppt sich so einen ab. Ich muss nur immer zu ihr hüpfen mit einem Doppeljump. Nicht getroffen zu werden. Haha, das ist sehr geil. Okay, es ist eigentlich weniger geil, weil ich finde, das ist da null Herausforderung, wenn man nur eine Attacke verwenden kann, um den Boss zu spammen. Das hätte man echt besser machen können. Hat die mich jetzt... Was? Mit was hat die mich denn getroffen? Das hasse ich immer, dass man hier so hängen bleiben kann oder in Ecken gecornert wird. Die Kamera ist da keine Hilfe. Alter! Wie was denn? Wieso bin ich eigentlich in dem Felsen überhaupt gelandet? Ich verstehe es gar nicht, wie das sein konnte. Ich hämme mir hier einen ab auf die X-Taste und trotzdem werde ich von sowas erwischt. Komm schon. Wieso bin ich denn getroffen worden? Wieso bin ich denn getroffen worden? Das darf doch nicht wahr sein. Ich springe über diesen Felsen hinweg und werde trotzdem erwischt. Oh Gott, was ist jetzt los? Geh zu ihr. Was? Sei bei ihr. Lass Scheiße. Diese Welt hinter dir. Atlas! Was? Ich hätte da jetzt noch... Oh, noch ein Quicktime-Event. Ah, cool. Ich starte wenigstens hier. Geh zu ihr. Und etwa mit der Energie, die Sei ich eben auch bei hatte. Ihr. Lass diese Welt hinter dir. Das ist doch ein Mist. Atlas! Ich hab mir meine Energie rausgezogen. Was soll das? Okay, Atlas. Du hast es drauf angelegt. Jetzt zeige ich dir, wie das geht. Ah, ja. Er nimmt die Position an, die er in God of War 2 hat. Cool. Ey, wie fett! Ich habe voll Energie wiederbekommen. Oh, doch. Was ist jetzt los? Ups. Atlas in Ketten. Au! Was muss ich denn machen? Was muss ich denn machen? Ich glaube, da soll ich ausweichen. Ah, ich verstehe. Ich soll die zurückschmuggeln. Und jetzt? Ah ja, dann kann ich sie bearbeiten. Aber dann ist das, glaube ich, besser. Haha! So geht er dann so. Das dauert jetzt da noch ein kleines bisschen. Aber wenn das so bleibt, dann kriege ich es klein. Ah, Mist. Mein Timing war wieder... Oh, was ist das denn für eine Attacke? Ich komme mir irgendwie bekannt vor. Von Hades. Was? Die schleudert zurück? Ist das hier Legend of... Sag mal, ich komme nicht raus. Ist das hier Legend of Zelda, ja? Au. Wieso? Okay, ich dachte schon, ich bin zu unfähig zum Treffen. Ich bin auch zu unfähig, weil ich irgendwie ihre Angriffe nicht parieren kann. Achtung! Jesus! Hä? Ich pariere und nichts passiert. Was ist denn das jetzt auf einmal? Ein bisschen und du bist down, ey. Nee, was
das heißt noch ein klein bisschen, dauert dann noch ein bisschen, bis ich sie klein gekriegt habe. Irgendwie Angst da in diesen Strahl zu geraten. Au! Shit. Wenigstens besser als dieses mit dem Stein gekloppt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, was soll denn das? Wirf doch endlich mal wieder dieses Zeug gegen mich. Genau so, aber das war Mist. So nicht. Ach Mist. Mein Timing war am Arsch. Kann ich sie eigentlich mit dem Heini erwischen? Nö. Okay. Was hast du dir jetzt selbst zuzuschreiben? Da-da-da-da-da. Noch einmal. Mist, 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 Mist. Kann ich die Morgenröte verwenden? Tatsächlich. Geil, das bringt sie raus. Haha. Oh nee, oh nee, oh nee. Ah, ich bin da sicher. Alles klar. Nein. Oh. Mein Timing ist so verhunzt. Da. Was ist jetzt los? Das Gefühl, die explodiert gleich. Was ist denn los? Ach, die hat sich erholt. Au. Wieso erwischt die mich jetzt doch da drin? Ich dachte, da war ich safe. Oh nein! Jetzt reicht's. Stirb endlich! Mist, hier hat sich ja mal erholt. Das gibt's doch gar nicht. Ups. Oh nein! Ich kam nicht mehr raus. Die hat mich da eingekesselt. Oh Gott, was ist der letzte Kontrollpunkt? Okay, da. Wie kann ich das denn unterbinden? Ich will nicht, dass du dich erfrischst. Mist. Hat sich doch erholt. Ach, fuck it. So. Next one. Noch einmal. Warum muss sie sich auch erholen? Das muss ja jetzt wirklich nicht sein, ne? Als letzter Kampf, dass die sich da regeneriert. Weg. Bleib mir vom Leib, bleib mir vom Leib. Ah, ich hasse diese Attacke. Nein, nicht nochmal machen, nicht nochmal. Okay. Mein Timing darf nur nicht verhunzt sein dabei. Gut. So zum Beispiel ist es nicht verhunzt. Stirb endlich! Oh Gott. Scheiße! Weg, 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 weg. Es wird so knapp, es wird echt so knapp. Oh Gott! Oh Gott! Ich hab die Faxen dicke von dir. So. Wenigstens habe ich das jetzt ein bisschen besser drauf. Warum kriege ich nur blaue Orbs? Ich will auch andere mal haben. Muss ich vielleicht mit dem Panzerhandschuh angreifen?
Hör auf, dich zu heilen! Sie hat ihre Energie wieder komplett aufgefrischt. Soweit wie sie eben war. Kriege ich die dazu, dass die aufhört, ihre Energie aufzufrischen? Oh. Komm, jetzt schieß doch mal deinen komischen Ball wieder. Das ist ein Instant Kill. What? Ah. Aha, ich soll den Sonnenschild aufladen. Das ist ja krass. Jetzt habe ich hab's mir nämlich irgendwie gedacht eben, dass ich das machen muss. Na?